Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch auf der Tribüne. Ich schaue auch, dass ich mich an die Redezeit halte und kann mal vorausschicken, natürlich unterstützen auch wir das Anliegen, das in der Überschrift des Antrags drinsteht, nämlich eine offene und vielfältige Fan- und Sportkultur in Deutschland. Es sind schließlich die Fans, meine sehr geehrten Damen und Herren, die sozusagen das Salz in der Suppe des Sports sind und wir alle, wenn wir ins Stadion gehen, wollen, dass das Ganze dann auch friedlich stattfindet. Wenn man dann allerdings sich den Antragstext durchliest, der auf diese Überschrift folgt, dann sehen wir recht schnell, dass er erstens in vielem unzureichend ist, zweitens ein Sammelsurium wirklich an verschiedensten Forderungen darstellt, die auch miteinander wenig zu tun haben, und drittens dann auch noch teilweise in die falsche Richtung geht. Und deswegen werden wir diesen Antrag heute auch wieder ablehnen. Frau Lazar hat ja gerade eben die Ereignisse in Dortmund erwähnt. Aber dieser Antrag, den wir hier vorliegen haben, gibt keinerlei Antworten darauf, wie wir mit den Ereignissen, die beim Spiel Dortmund gegen Leipzig stattgefunden haben, welche Konsequenzen es daraus geben muss. Das, was da passiert ist, hat natürlich mit weltoffener und vielfältiger Fankultur mal rein gar nichts zu tun. Und ich habe mir in Vorbereitung auf die Rede noch mal auf YouTube ein paar Szenen angeschaut. Man kann tatsächlich sagen, diejenigen, die da waren, das hat mit Fansein nichts zu tun, sondern das sind Kriminelle und das sind Gewalttäter. Und dieser Spießrutenlauf, den die Dortmunder Kriminellen da gemacht haben mit den Leipziger Fans, das geht so gar nicht. Da wurde aus dem, was ja im Slogan aus, da steht ja echte Liebe bei den Dortmundern, da wurde eher echter Hass und echte Gewalt, brutale Angriffe, Menschen, die abgepasst wurden, Böller, Leuchtraketen, Steine, die dann sogar auf ja, Familien, Kinder, Frauen geworfen wurden. Und wir müssen alles erdenklich Mögliche tun, diesen Gewalttätern das Handwerk zu legen. Und deshalb ist es dann auch schon interessant, was in Ihrem Antrag nicht erwähnt wird. Sie nennen ja einige Punkte, die sowieso im Bereich der, im Kompetenzbereich der Bundesländer liegen. Aber ich hätte mir schon auch gewünscht, dass Sie was dazu sagen, wie ist eigentlich die Personalausstattung der Polizei in den Ländern? Wie ist denn die Ausstattung der Polizei, beispielsweise Bodycams? Wie ist es denn zum Beispiel beim Thema Videoüberwachung rund ums Stadion? Aber das wollen Sie an der Stelle nicht machen, weil es für Sie kein Ruhmesblatt ist, dort, wo Sie die Verantwortung haben, und weil Sie an verschiedenen Stellen hier auch ideologische Scheuklappen aufstellen. Schauen Sie sich beispielsweise die Polizeiausstattung in Nordrhein-Westfalen an. Schauen Sie sich's an in meinem eigenen Bundesland, in Rheinland-Pfalz. Wir sind Schlusslicht in der Polizeidichte bezogen auf die Einwohner. Und deshalb sagen Sie zu dem Thema nichts. Herr Kollege Steiniger, ich wollte auch eine Zwischenfrage provozieren. Das habe ich mir schon gedacht. Also haben Sie das Wort, Herr Kollege von Notz. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geschickt gemacht mit der Zwischenfrage. Genau, dann sagen Sie doch mal die Zahlen. Welche Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat Polizei abgebaut und welche hat in den letzten Jahren aufgebaut? Das würde mich mal interessieren. Ich könnte Ihnen die Antwort geben, aber zum Antwort geben bin ich ja nicht hier. Ja, nein, Sie haben das ja angesprochen. Und wer hat denn die Polizei abgebaut in Nordrhein-Westfalen und welche rot-grüne Landesregierung hat Polizeistellen geschaffen? Sie können sich mal die Zahlen in Bayern und in Hessen anschauen und können sie vergleichen in der Dichte zu den Zahlen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und für Rheinland-Pfalz, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann ich schon genau sagen, wer in den letzten 25 Jahren dort leider in der Verantwortung ist. Und das ist nun mal Rot und Grün. Herr Kollege von Notz, ein Zwiegespräch ist in unserer Geschäftsordnung nicht vorgesehen, sondern die Stellung einer Frage und deren Beantwortung. Und deswegen gehen Sie bitte, zu den Verantwortlichen in Ihren eigenen Regierungen und sagen Sie ihnen, dass Sie dieses Problem dort in Ordnung bringen sollen. Und es fehlt auch ein klares Bekenntnis zur Videoüberwachung rund um Stadien. Auch das hätte diesem Antrag gut getan, weil wenn Sie sich die Berichte zu Dortmund anschauen, dann sehen Sie, dass durch die hochauflösenden Bilder, die die Videokameras gemacht haben, dort
auch Aufklärung geschehen ist. Und das hat eine viel größere Abschreckung als das, was Sie in Ihrem Antrag hier beschreiben. Wir als Union stehen hinter den Polizistinnen und Polizisten in unserem Land. Und deswegen ist es auch gut, dass wir auf den Weg bringen, dass Angriffe auf Rettungskräfte und Polizisten härter bestraft werden. Auch dies müsste eigentlich an einem solchen Antrag erwähnt werden. Stattdessen schießen Sie sich ein auf die Datei Gewalttäter Sport, aber gerade diese Datei ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Polizei. Sie versetzt die Beamten in die Lage, zu einem sicheren Verlauf von Sportveranstaltungen beizutragen, weil sie eben zielsicher zu Beginn Täter identifizieren können und dann gezielte Maßnahmen gegen Einzelne auch durchgeführt werden können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was würden wir heute, gerade nach diesen schlimmen Ereignissen im Februar in Dortmund, für ein fatales, verharmlosendes Zeichen setzen, wenn wir hier als Parlament eine solche Aufweichung beschließen würden? Das geht aus unserer Sicht gar nicht. Denn die Datei hilft aus den genannten Gründen sowohl bei der Prävention als auch bei der Aufklärung. Und sie ist dabei auch ein gutes Beispiel dafür, wie der Bund und die Länder zusammenarbeiten. Das ist ja nicht immer bei Sicherheitsbehörden so. Hier passt das gut. Jetzt zu den einzelnen Punkten. Löschungsfristen verkürzen, davon halte ich gar nichts. Ich glaube, innerhalb von 12 Monaten hat das überhaupt keinen Sinn. Und die pädagogische Maßnahme dahinter erschließt sich mir in keinster Art und Weise. Sie schreiben weiterhin, die Daten sollen nicht weitergegeben werden an die Vereine. Auch das sehen wir nicht so. Der Verein soll schon wissen, welche Chaoten und Kriminelle im Zweifel versuchen, in ihre Stadien reinzukommen. Und ja, mit Pädagogik kann man, glaube ich, diejenigen, die da in Dortmund unterwegs waren und Steine geworfen haben, an keiner Stelle hier zur Vernunft bringen. Deswegen sind die meisten Punkte, die Sie zum Thema Datei Gewalttäter Sport sagen, an dieser Stelle absoluter Quatsch. Sie fordern zweitens ein einheitliches Bundesprogramm zur Bekämpfung von Rechtsextremismus im Sport zu machen. Also hier erstmal zunächst festzustellen, es wurde ja auch schon genannt von Herrn Hahn, dass das hier kein sportspezifisches Problem ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Und deswegen ist die Tonalität des Antrags hier schon schlecht, weil er eben den Sport ein Stück weit dort auch stigmatisiert. Und wenn Sie die Zahlen, die ja sogar in Ihrem eigenen Antrag drinstehen, sich mal genau durchlesen, da haben wir 3,3% an rechtsextremen Straftaten an dieser Stelle. Und das ist aus meiner Sicht nicht überproportional, auch wenn es natürlich klar ist, dass jede einzelne Straftat verabscheuenswürdig ist und dies auch nicht verharmlost werden soll. Es ist allerdings kein Massenphänomen. Zweitens glauben wir nicht, dass ein Einheitsprogramm die Probleme, die eben sehr, sehr vielfältig sind, lösen kann. Weil wir haben die Unterschiedlichkeit in den Vereinen, wir haben die Unterschiedlichkeiten auch in der Sportlandschaft und wir haben die Unterschiedlichkeiten bei den einzelnen handelnden Personen. Und deswegen ist der subsidiäre Ansatz, den wir hier verfolgen, den die Bundesregierung verfolgt, gut. Und einige Programme wurden schon genannt. Zusammenhalt durch Teilhabe, die Initiative Vereint gegen Rechtsextremismus. Wir bezahlen die Hälfte bei den Koordinationsstellen Fanprojekte und natürlich Frau Engelmeier hat darauf hingewiesen, das ganz wichtige Programm Integration durch Sport vom BMI und BAMF mit großem finanziellen Aufwand. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle auch mal eine Lanze für den Fußball brechen, weil insbesondere der deutsche Fußball ist doch die Institution, die massiv integriert und beispielhaft in seinen Vereinen dort auch vorgeht. Gerade wenn wir uns die Flüchtlingssituation anschauen und sehen, dass in 2015 insgesamt 42.000 Spielberechtigungsanträge von Migranten eingegangen sind. 2013 waren es noch unter 10.000, also ein massiver Aufwuchs, wo sich die Vereine hier ganz stark engagieren. Und deswegen sage ich, das Zusammenspielen auf dem Platz, das gemeinsame Trainieren und der Zusammenhalt in einer Mannschaft sind das beste Mittel zur Prävention von saudummen rechtsradikalen Gedanken und gegen Ressentiments. Und deshalb danken wir heute allen ehrenamtlichen Trainern und Übungsleitern, die diese Herausforderung jeden Tag auf den Sportplätzen dieser Republik annehmen. Vieles andere, Ehrenamtspauschale, Bürokratieabbau, da müssen wir eher ansetzen, unsere Vereine besser zu unterstützen, dass sie dieser Arbeit auch nachkommen können. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende, viel Spaß auf den Sportplätzen dieser Nation und alles Gute. Die Kollegin Janine Flugrath spricht jetzt für die SPD.